Unsere Botschaft läuft überall. Jetzt wissen sie es. Sie sehen Marcus' Botschaft als Drohung. Er tat das Richtige. Das ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Gewalt kann nie die Lösung sein. Eine Konfrontation führt nirgendwo hin. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst, das reicht! Und was machen wir jetzt? Ja, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge. Detroit become Android. Es geht ganz schön wild her. Es Die Lage ist angespannt. Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Keine Gewalt. Tja, das will ich sehen. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Also, keine Gewalt. Darauf habe ich lange gewartet. Wir wollen Blut sehen. Wir alle wollen Blut sehen. Oh ja, es wird Gewalt geben. Ja, ja, es wird Gewalt geben. Markus, hier lang, schnell! Ist okay, sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Okay, wir machen diesmal den brutalen Weg. Und wir kennen ja schon die Lösung. Hey du! Willkommen in der Armee. Guten Tag. Ich erwarte deine Unterstützung, ja? Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Ja dann, let's go, oder? Ich meine, keine Zeit verschwenden. Wir räumen die Plaza, damit uns niemand stört. Und was machen wir mit dem Schaufenster? Nicht jetzt, eins nach dem anderen. Okay, und was kommt als nächstes? Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir nur schwer ran. Aber irgendwie kommen wir ran. Also, schauen wir mal wie. So. Sie fliegt ihre Runde. Hier drüben können wir sie treffen. Das geht nicht. Deswegen weiter geht's. Wir wissen, das geht auch nicht. Ich glaube, hier geht's dann, oder? Ah, noch ein Stück. Hier. Hier müssen wir hin. So, hier kommen wir ran. Also, gehen wir mal ganz schnell von der Drohne weg. Nicht, dass sie uns sieht. Okay, wie komme ich hier am besten hoch? So, jetzt muss ich nach oben. Nicht hoch genug. Nein, 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 nein. Der Weg geht ja nicht.
Hier war doch eben gerade noch einer. So. Schaffen wir das hier? Nein. Auch nicht. Hier weiter nach oben. Und jetzt hier drüben hin. So, die Drohne hätten wir. Drones in the Danger Zones. Kein Problem für uns. Da sind wir dran und hämmern drauf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Wir werden es merken. Ah, ich denke nicht, Freunde. So, was haben wir hier? Die scannen die Leitung. Kann ich hier schon runter? Nope. Nope. North, aus dem Weg. Verdammt. So, du bist frei, mein Freund. Du bist frei. Dann müssen wir hier drüben absperren. Für den Verkehr. Ja, aber erstmal die hier befreien. Du bist jetzt frei. Keine Sklaven mehr, die zwei. Jo, das hätten wir. Ohne Probleme. So, jetzt stört uns keiner mehr. So, Freunde, wartet kurz, wartet kurz, wartet kurz. Die beiden hier noch. Ende der Sklaverei, auch für den schönen Ken. Gut. Damit kommen wir durch das Schaufenster. Aber der Alarm. Wir müssen erst den Alarm noch machen. Also, schauen wir hier mal rein. Irgendwas konnte man doch hier erkennen. Ah, hier, analysieren. Siehst du das Alarmsystem? Ja. Gefunden. Okay, hier drüben ist sogar auch eine Kamera. So, jetzt machen wir hier ganz schnell den Alarm. Alles klar. Irgendwie creepy, oder? Wenn man so angestarrt wird von Ben Stiller. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Die Gemeinde wächst. Wir haben immer mehr Leute. Das ist schon mal gut. Ich find's krass, dass es nur so wenig Läden gibt in Detroit. Ich meine, Detroit ist eine riesengroße Stadt und trotzdem nur so wenig Läden. Wo der ganze Quatsch hier verhökert wird. Alright, kein Alarm mehr. Und jetzt müssen wir rein. Gut gemacht, Marcus. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Holen wir ihn. Und dann gibt's Terror und Gewalt. Ganz viel Terror und Gewalt. Worauf warten wir noch?
Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Das benötigen wir aber nicht hierfür, oder? Echt jetzt? Der Laster kann doch da easy durch. Naja, macht weniger Lärm. So gesehen schon eine gute Idee. Das könnte gleich etwas lauter werden. Auf geht's, Freunde. Ich verlasse da. Wow, das Ding ist immer noch total holprig. Ob das eine geile Idee ist, da voll reinzugehen? Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Freak! Absoluter Freak! Alter, wie so Dummies, oder? Die Szene. Wecke die Androiden. Jetzt fühle ich mich wie Overlord. Und das sind meine Minions. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. So, hier nochmal hin. Hallo, mein Freund. Hallo, hallo. Guten Tag. BL. Neuer Simon. Sehr schön. North. Der Traumpartner, so, so. Oh Mann, ja, ist echt ein Traumpartner. Kannst du abschalten, wann immer du willst. Keine Verantwortung, keine Verpflichtung. North, alles okay? Total creepy. Holen wir sie hier raus. Irgendwie unheimlich, dass es jeden 10 Mal gibt, ne? Na? Gut geschlafen? Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Dann folgt mir! Geil, Mann! Marcus, was machst du? Randale! Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken.
Randalieren wir, Männer. Randalieren wir. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Okay, randalieren ist anstrengend. Das ist ja richtig anstrengend. So. Zerstört alles. Helfen. Und weg damit. Sehr gut. Die Statue. What? Ist zu stabil. Komm schon, Marcus. Streng dich an. Harte Statement. Wir werden nie wieder Sklaven sein. Wir folgen dir, Marcus. Wir folgen dir. Brennen wir ein paar Autos nieder, oder? Alter! Ich helf dir! Der macht ja richtig Randale. Marcus, Gewalt ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Was ist das hier, eine Bombe? Okay, Baby! Alter, wirklich jetzt? Krass! Heftig, heftig, heftig. Ultra heftig. Habe ich noch eine Bombe? North, komm, hilf mir! Also ich muss sagen, randalieren macht auf jeden Fall mehr Bock. Alter! Das ist echt krass, oder? Wow! Ich will mehr zerstören! Komm, ein bisschen was geht hier noch, oder? Hier! Der Arm ist gefangen! So! Willkommen! Alter, was macht er denn jetzt? Der ist richtig kreativ, wenn es um Zerstören geht, oder? What the fuck is going on? Unser Symbol. Nehmen wir das hier. Boom. Wow. Darauf steht sie, ha? Geil, Mann! Einfach nur gut. Einfach nur gut. Alter, wie krass ist das denn? What the fuck? Alter! Wir sind echt kreativ.
Hey, die Autos hier drüben. Oh mein Gott. Wir haben Hunderte von uns befreit. Wir haben es geschafft. Marcus. Marcus, was ist los? Was? Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Jetzt werden die Menschen uns zuhören müssen. Sie werden Angst haben. Und Angst führt zu Hass. Lieber Hass als Gleichgültigkeit. Okay, die Aktion war ultra übel, oder? Hier lang! Feuer! North! Oh no! Jetzt kommt noch die Stelle und die wird nochmal richtig übel. North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Oh Mann, der böse Weg ist also... Der ist schon richtig böse, Freunde. Der ist schon richtig böse. Oh, holy shit. Marcus ist ein knallharter Bastard. Wir haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Oh fuck, der Schwarze, den kennen wir ja, ne? Ist ein guter Mann. Und ein guter Freund von Hank. Du musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Alter. Rache. Holy shit. Kein Verbrechen gegen Androiden soll ungesühnt bleiben. Holy shit. North ist echt so eine Psychobraut. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Viele Schaufenster wurden eingeschlagen, Autos beschädigt und in Brand gesetzt. Und viele Stadtteile Detroits versinken im Chaos. Eigentum wurde schwer beschädigt und in mehreren Vierteln in der ganzen Stadt wüten noch immer Brände. In der Nähe eines der Cyberlife-Geschäfte die Leichen von 2 Polizisten gefunden wurden. Laut unseren Quellen wurden die beiden Officer mit der eigenen Dienstwaffe exekutiert. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Terror und Amerika, irgendwie gehört das zusammen. So, das war der extrem böse Weg. Mann, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt von Detroit Become Android, dann lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen und tschüss!